alte, alte Jimmy. Wahrscheinlich hat der Jimmy auf Masara verloren. Kann ich mir mal die Ringe ansehen, die du verkaufst? Nein, kannst du nicht. Warum nicht? Der Kunde ist doch König, oder? Wer auch immer das gesagt hat, muss ein ganz schöner Loser gewesen sein. Du erkennst mich echt nicht? Ich dachte, wir wären Freunde. Freunde? Hey, bist du nicht der Kurier von Amazon Express? Was hast du denn eingeworfen? Du siehst noch dämlicher aus als sonst. Weißt du, gestern warst du nicht so unhöflich. Junge, ich sagte dir schon, der Laden war gestern dicht. Darf ich dir einen Rat geben? Hör auf, Klebstoff zu schnüffeln. Das ist nicht gut für dich. Bitte, ich brauche diesen Ring dringend. Und das kümmert mich nochmal, weil? Weil ich ihn zurückbrauche. Oh, übrigens, habe ich erwähnt, dass ich eine Menge Kohle habe? Und ich meine eine Menge. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Was genau suchst du? Naja, es ist also so eine Art Goldring. Sehr schlicht, keine Gravur, keine Diamanten oder so. Allerdings strahlt er eine mysteriöse Aura aus, die ihn einzigartig und begehrenswert macht. Klingelt da was? Junge, so einen Ring habe ich mal gesehen. Aber den hatte ich nicht von dir, den habe ich von so einem Kerl, der in Wirklichkeit zwei Zwerge in einem Kostüm war. Und, ist er noch da? Wer, der Zwergenmann? Nein, nicht die Zwerge, der Ring. Ist er noch da? Nein. Ach, scheiße. Hab ihn heute Morgen verkauft. Tut mir leid, aber ich habe ein echt gutes Angebot bekommen. Ich gebe dir alles Geld, was ich dabei habe, wenn du mir den Ring wieder beschaffst. Kein Interesse. Du weißt doch gar nicht, wie viel das ist. Ich weiß aber. Irgendwie habe ich gerade ein seltsames Déjà-vu. Hä? Jetzt erfindest du auch noch Worte, um mich zu verwirren? Hör zu, ich weiß nicht, ob das ein Traum oder sowas war. Aber ich weiß, dass du nichts hattest außer Schrott. Also nein, danke. Na schön, dann verkaufe ich meinen Sportalmanach aus der Zukunft eben woanders. Kannst du mir wenigstens sagen, wer ihn gekauft hat? Nein. Dieses Unternehmen hat eine strikte Diskretionspolitik. Unternehmen? Hier sieht's aus wie in einer alten Garage und deine Lizenz ist 1968 abgelaufen. Ich wette, da warst du noch nicht mal geboren. Hey, wie wär's, wenn ich mal zu dir nach Hause komme und dir erzähle, was für ein Schweinestall du wohnst? Und ich hätte sicher recht damit. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, zeig etwas mehr Respekt. Ich kann diese Art Information nicht weitergeben. Diskretion, besser. Tja, das war's dann für mich. Wie komme ich an den Ring ran? Gar nicht. Wie willst du ihn kaufen, wenn er nicht mehr hier ist? So machst du also Geschäfte. Gestern warst du noch so versessen auf den Ring und heute verkaufst du das Ding dem Ersten, der hier reingelatscht kommt. Ich bin enttäuscht. Ich sag das jetzt noch genau einmal. Gestern war geschlossen, okay? Also genug davon. Außerdem finde ich es seltsam, wenn du dich darüber beschwerst, dass ich den Ring verkauft habe. Das ist mein Job. Und sagtest du nicht auch, dass du besagten Ring überhaupt erst an mich vertickt hast? Vom Ding her? Tja, dann lass es doch mal gut sein. Oh, komm schon, es geht um Leben und Tod. Tut mir echt leid, aber ich kann da nichts machen. Ein Menschenleben steht auf dem Spiel. Bedeutet dir das gar nichts? Menschenleben werden überbewertet. Wenn es jetzt um das Leben eines exotischen Tieres ginge, wäre es interessant. Okay, such dir ein Tier aus und ich überleg mir eine gute Geschichte. Sorry, Kumpel, aber Diskretion ist wichtiger als irgendein Leben. Selbst das exotischer Tiere. Na schön. Hör zu, Kleiner. Ich habe hier Listen von allen Transaktionen in diesem Notizbuch. Ich würde gerne jedem erzählen, wer was gekauft hat, aber das hat mir schon eine Menge Ärger eingebracht. Ich kenne eine Menge Frauen, die ihr Brautkleid wiederhaben wollen. Nerds, die versuchen, ihre Comicsammlungen zu retten. Sogar Cops, die nach Beweisen oder Waffen suchen. Du kannst also sicher verstehen, dass ich sowas nicht einfach rausplaudere. Okay, ich lass mir was einfallen. Also, passt oder passt nicht? Passt immer. Eine leere Flasche. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Die trage ich nur. Was? Kann ich nicht nehmen. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Oh, da steht ein Typ rum. Aber ich wäre dafür, dass ich kurz eine Aufnahmepause mache. Obwohl ich gerade noch nicht allzu lange aufnehme. Denn ich muss noch kurz was machen und dann komme ich wieder. Also, ich muss nur eigentlich nur schnell meine Hände waschen und dann komme ich wieder.
Also bis gleich. So, ich bin wieder da. Ich war jetzt Hände waschen. Ja, meine Hände riechen wieder gut. Ich habe was getrunken. Ich habe gerade noch ein bisschen Sonne gehört, um zu gucken, ob hier... Wie gut meine Kopfhörer funktionieren. Die funktionieren momentan noch einwandfrei. Super Idee. Der gute alte Phil wird mir helfen. Technisch gesehen hat er mich noch nicht gefeuert. Und genau das habe ich auch gemacht. Hey, wen haben wir denn da? Ich hätte nicht gedacht, dass du die Eier hättest, nach der Nummer von gestern hier nochmal aufzutauchen. Gestern? Na komm, ich bin neugierig. Dachtest du wirklich, es sei eine gute Idee, völlig besoffen an einem Sonntag zur Arbeit zu kommen? Entschuldigung, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ach, halt die Klappe. Ich habe die Kameraaufzeichnungen gesehen. Ich kann nicht glauben, dass du einen Esel in mein Büro geschleppt hast. Ich habe Dinge gesehen, die nicht für menschliche Augen bestimmt sind. Was zur Hölle hat diese Frau mit dem armen Tier gemacht? Okay, Alter, ihr Name ist Candy und sie ist ein Profi. Das reicht, Hicks. Ich sorge dafür, dass das nie wieder passiert. Du bist gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Lassen Sie es mich wenigstens erklären. Und ob ich das kann? Du hast mich betrogen, respektierst mich nicht. Und was noch schlimmer ist, du hast mir meinen Glauben an die Menschheit genommen. Dieser Esel hat die Welt ausgetreten und eine Scheibe zerbrochen. Gott sei Dank ist er nicht an einer Überdosis oder sowas gestorben. Ich habe den ganzen Morgen damit verbracht, die Scheiße von dem Vieh wegzumachen. Oh, und von meinem Safe will ich gar nicht erst reden. Sperrangel weit offen und mein wertvoller Super-Zuckerschneckenkatalog ist völlig ruiniert. Und riecht nach Thunfisch. Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Hast du eine Ahnung, wie teuer der war? Ich, also... Na los, dann erklär mal! Sollte ich nicht irgendwas zur Koala-Convention liefern? Halleluja, preise den Herrn! Sieht ganz so aus, als wenn die kleine Laus arbeiten will. Tja, tut mir leid. Zu spät! Du bist gefeuert! Aber ich... Raus hier! Oh, Mann. Oh, ich glaube, der ist jetzt echt. Es tut mir leid, Wilson. Wilson! Ein Klassiker. Wow, ich werde immer besser. Schon scheiße, dass ich mich nur an die kitschige Verlobungsparty von Sally und Matt erinnern kann. Die Party im Büro muss ganz schön wild geworden sein. Ich muss unbedingt diese Videos in die Finger kriegen. Ja, unbedingt. Gehen wir mal zu Randall. Da wir jetzt genug Freizeit haben, gehen wir mal aufs Dach. Oh, das sind Tauben. Man kann sich vier Arten Krankheiten holen, wenn man die Viecher nur anguckt. Also, lieber nicht. Diese Tauben sehen hungrig aus und sie sehen mich so komisch an. Ich gehe lieber kein Risiko ein. Diese Tauben sehen... Tauben auf dem Dach, das finde ich gut. Typ, der Zeitung liest, noch schlechter. Überall Tauben auf den Straßen am schlechtesten. Ist da ein Totenkopf überhaupt dran? Nur eine Mülltonne. Ja, ich glaube, das sind nur Batterien drin. Gehen wir mal zu Clayton's Cave. Der Kopfschuss hat sofort den Charakter verfolgt. So, was gibt's denn hier alles? Oh, das ist ein Rohr. Reden wir mal mit dem Rohr. Hi! Ein Regenrohr.
Da ist eine Kiste. Ist die kleine Kiste runtergefallen. Sieht voll aggressiv aus, wenn der da mal rein. Wenn der reinspringt und rausspringt. Eine große Wasserpfütze. Jedenfalls hoffe ich, dass es Wasser ist. Müllcontainer. Scheiße, wie das hier stinkt. Ich wühl nicht im... Fass ich nicht an. Eine Bananenschale. Boah. Okay. Vergiss es. Hey, da mach ich doch alles Dreck. Nee. Ich soll das Poster nehmen? Nee. Ja, okay, dann gehen wir zu Claytons Cave rein. Da ist Elaine. Sieht ein wenig anders aus. Komm ich nicht ran. Sieht aus wie so ein Schminkgetui für die Handtasche. Da starrt jemand Randall an. Oh, da ist ein Pater Roy, mit dem habe ich auch mal geredet. Solange der nicht bewusstlos ist, lässt er mir das nie durchgehen. Das ist die Spielkugel, die wichtigste überhaupt. Die, die ich am wenigsten hasse. Hey, was geht, Padre? Mann, kann's kaum glauben, dass Sie noch am Leben sind. Wie sind Sie entkommen, nachdem Sie den Russen bei diesem Billardturnier in die Falle gegangen sind? Na los, Pater, Sie müssen sich wirklich nicht für Ihre außergewöhnlichen Leistungen schämen. Wissen Sie noch, wie Sie diesen 8-Ball-Typen fertig gemacht haben? Sie hatten Handschellen an und haben trotzdem gewonnen. Sie haben mit dem Angeber den Boden aufgewischt. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht, oder? Hey, wissen Sie noch das Spiel gegen Lincolns Geist? Oder das eine Mal, als wir nach Japan geflogen sind und diese Yakuzas an ihrem eigenen Tisch geschlagen haben? Wollen Sie gar nichts sagen? Wirklich gar nichts? Ha? Pooltische sind auch nicht mehr, was sie mal waren, hä? Ja, eindeutig. Die Tuchqualität ist einfach miserabel. Oh, das Holz. Davon will ich erst gar nicht reden. Was soll das sein? Billiges Ahorn? Jämmerlich. Genau. Sie müssen nichts sagen, wenn Sie nicht wollen. Genau. Okay, dann beten Sie fleißig, Pater. Wegen dieser Sache, über die wir geredet haben. Eines Tages finde ich Ihre Augenfarbe heraus, Pater. Blau? Sie sind blau, oder? Wenn Sie blau sind, zwinkern Sie. Moment, nein, das macht keinen Sinn. Okay, Sie wollen nicht über Ihre Augen... Ja. Aber ich weiß, dass Sie blau sind. Hat Ihr Stillschweigen irgendeine logische Grundlage, oder... Ignorieren Sie mich einfach. Moment, ich weiß, was hier vorgeht. Jetzt erinnere ich mich. San Francisco bei den Staatsmeisterschaften. 8-Balls Stiefsohn war da und wollte Rache nehmen. Sie haben ihn mit nur 3 Stößen geschlagen und einen Mob statt eines Kös benutzt. Das war so cool. Egal, worauf ich hinaus wollte, ist, dass Sie den Sieg mit einem daiquirisierten Royal Mai Tai Ice Tea gefeiert haben. Und soweit ich mich erinnere, hat es Ihnen die Sprache verschlagen. Das ist es, oder? Und das hält bis heute an? Verstehe. Hätten Sie gern noch einen? Sie wissen schon, einen daiquirisierten Royal Mai Tai Iced Tea. Das ist ein Ja, oder? Sie, alter Fuchs, Sie. Okay, ich besorge Ihnen einen, so schnell ich kann. Ja, laufen Sie nicht weg. Ich glaube mal, der wird da weiter seinen Pooltisch bewachen. Reden wir mal mit Elaine. Hey, wie läuft das Geschäft, Elaine? Ach, ganz okay. Nicht viel
viel zu tun gerade. Ja, würde sogar sagen, gar nichts. Naja, wenn du vielleicht nicht den nikotinabhängigen Affen gestern hier losgelassen hättest, hätte ich vielleicht ein paar Gäste. Der hat die ganze Nacht damit verbracht, mit seinen Fäkalien zu werfen. Und eine Menge meiner Stammkunden haben geschworen, dass sie nie wiederkommen. Ein nikotinabhängiger Affe? Naja, wie auch immer. Wenn die Leute wegen so einer Kleinigkeit nicht mehr herkommen, heißt das nur, dass sie nie wirklich loyale Kunden wie ich waren. Denk immer daran. Ja, okay. Hey, irgendwas ist anders an dir. Hast du mehr Zähne als sonst? Oh, das ist dir aufgefallen? Ja, tatsächlich. Ich fühle mich heute richtig wohl. Ich meine, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich hübsch. Als ob die ganze Welt mir gehören würde. Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Oh. Kann ich einen daiquirisierten Royal Mai Tai Iced Tea haben? Randall, haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass ich dir und Matt keinen Alkohol mehr unter der Woche verkaufe? Echt? Darauf haben wir uns geeinigt? Du nicht, aber das ist mir egal. Ich hab dir gesagt, ich hab keine Lust mehr, eure Sauerei sauber zu machen. Und ich glaube, der einzige Weg ist, euch den Hahn dicht zu machen. Zumindest unter der Woche. Ach, wie kannst du nur so selbstsüchtig sein, Elaine? Nicht für mich, der ist für Pater Roy. Der alte Kauz hat vom vielen Reden einen ganz trockenen Hals bekommen. Sehr witzig, Randall. Ja, das höre ich öfter. Von meinem Boss, meinem Vermieter, den Cops. Jeder liebt mich. Hier ist dein Cocktail. Und sag Pater Roy, er soll nicht so viel sabbeln. Ja, lustig, oder? Geben wir den Cocktail mal Pater Roy. Okay, Pater. Hier ist ein echter daiquirisierter Royal Mai Tai Iced Tea. Passen Sie auf, dass er nicht im Schnauzbart hängen bleibt. Hey, was soll das? Ihnen kaufe ich keine Drinks mehr. Hey, Moment. Ich weiß, wo das Problem liegt, Sie alter Schuft. War nicht stark genug, hä? Huh? Hättest wissen müssen, Pater Roy mag nur den starken Stoff. Okay, ich schau, was ich tun kann, aber ich verspreche nichts. Also, gucken wir mal, was wir im Moment haben, um es reinzutun, die faulige Zitrone. Ich glaube, da fehlt Zitrone. Vergammelte Zitrone, versteht sich. Es ist erwiesen, dass Polyanid-Drink seinen würzigen Geschmack verleiht. Hotdog. Nee. Rest vom Thunfisch. Ich sollte nur die wirklich starken, schmerzhaften zu... Schmerzhaft? Da hätte ich... Der Penner sagt, das ist eine Visite. Prise scharfes, rostiges Metall hat noch niemandem geschadet. Schmerzhaft. Fast fertig. Jetzt fehlt nur noch irgendwas anderes. Geh mit zu Matt in die Wohnung. Genau. Sonst hätte ich keinen anderen Ort, wo ich jetzt hingehen könnte, um was mitzunehmen. Sofern die Cops noch... sofern die Cops nicht mehr da sind, ich weiß nicht. Aber es heißt ja auch Ladefisch, man soll mit anderen Charakteren öfter sprechen oder Orte öfter besuchen. Vielleicht hat man etwas übersehen oder sie haben sich verändert. Ja, okay, die sind weg. Kann ich hier auch mal die Straße lang gehen? Würde mich auch mal interessieren. Hey, wo wollen Sie hin? Was geht Sie das an? Die Polizei hat hier schon alles abgesucht. Hier werden Sie nichts finden. Warum glauben Sie, dass ich deswegen hier bin? Ich wollte nur schnell was klauen. Etwas stehlen? Ich dachte, Sie waren sein bester Freund. Naja, ich glaube, das stört ihn nicht, wenn man die Umstände bedenkt. Sie sind abstoßend. Ja, das höre ich in letzter Zeit öfter. Ja. Gucken wir uns hier doch mal ein bisschen näher um. Ich fass Metts Bilder nicht an. Eins ist sicher, Matt hat echten Sinn für Inneneinrichtung. Ja. Hm.
ist er nüchtern, glaube ich.